Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu FIFA 17. Mein Name ist der Frankonia. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht's, Baby, Europa League, hat er gemeint. Stellungsspiel ist natürlich nicht schlecht von Hrgota, dass wir das nochmal trainieren. Deluk, guckst du, Deluk, so. Dann Verstrade könnten wir auch nochmal ranlassen. Jo, und last but not least von den Jungs noch. Jo, ein bisschen mal heute wieder Jugendforsch ranlassen. Beim Training, ich hoffe, es bringt was. Ah ja, immerhin zweimal B halt, ne? Irgendwas ist halt immer. Aber Gott, er ist unter den Bs dabei, okay. Ja, wie gesagt, heute wichtiges Spiel. Hammerspiel, Hammergegner. Arsenal London, alter Verwalter. So, wir gucken mal. Spiel ist nämlich gesperrt. Ein Spiel haben wir gesperrt. Beziehungsweise ist gesperrt. Pressekonferenz. Ja, wir loben die Mannschaft, denn ne, Spieler gesperrt, Gideon Jung. Zum Teammanagement, wenn wir gleich mal auswechseln. So, Gideon Jung raus. Den tun wir rein in Friedrich. Oder in Saar tun wir in Friedrich rein. Genau, und dann lassen wir das mal so, nämlich dann ändern wir es noch ein bisschen was in der Aufstellung, wenn wir dann im anderen Menü sind. So, wir gehen jetzt hier erstmal raus nochmal. Und dann, wie gesagt, heute ganz, ganz große Partie. Bin ich ehrlich gesagt stolz, dass wir die Chance überhaupt haben, gegen so eine Weltklasse-Mannschaft spielen zu dürfen. Die da heißt FC Arsenal London. Ne, die haben aber ganz blöde Trikots da. Wir spielen mal so. Oder so, komm, die Gunners lassen wir mal hier so spielen. Weiß nicht, ne? Wir hauen mal ihn raus, dafür einen Richter rein. Für den Kirk. Den Hrgota lassen wir mal draußen. Und dafür holen wir mal das Viech rein, Boyambalo. Und für den Kammerbauer. Zum Film kann man Bauer auch noch rein tun. Den Saar, komm. So, und dann hoffe ich, dass wir doch es halbwegs schaffen, irgendwie ein gutes Ergebnis mitzubringen. Vielleicht mit ein bisschen Glück ein Tor zu schießen. Hinten gut stehen müssen wir natürlich aufpassen. Die haben sehr, sehr schnelle und sehr, sehr gute Spiele. Schon eine Mammutaufgabe, muss ich ganz ehrlich sagen. Wird schon eine sehr, sehr schwierige Partie werden. So, Elfmeterschießen-Skill hat er gemeint. Elfmeterschießen-Skill hat er gemeint. Hat er gemeint. Alter, bist du scheiße. Uiuiui. Eieiei, wo haut denn der drüber da? Boah. Na, immerhin. Immerhin. Ui, ganz, ganz knapp verzogen. Also ich weiß nicht, ob mein Dolberg heute oder Elfmeter schießen lassen, ey, wenn das so weitergeht. Aber okay, okay. Ist ja nur Training. Kasper Dolberg wird topfit sein, Freunde. Der wird topfit sein, hat er gemeint. Topfit hat er gemeint, haut er den Ding in den Gimbel, Alter. Nein, dann trifft er nicht einmal, ne? Ganz, ganz schwach. So 5000, 9000 war unser Bestes, okay.
Ja. Wie gesagt, ich hoffe, wir werden es ein gutes Spiel hinlegen. Alter, Arsenal im Emirates Stadium. Da spielen jetzt alle, oder? West Ham, Arsenal. Schade, dass die nicht mehr so ein reines, also das zwar auch reines, aber nicht so eng auf eng, wäre natürlich geil gewesen. Aber okay, da steckst du drin. Geile Stimmung hier. Arsenal gegen den ersten FC Nürnberg, liebe Fußballfreunde. Alter, was für ein geiler Kasten hier. So, hier die Mannschaft. Oh, schau dir die Gesichter an, Alter. Einer Weltklasse-Spieler als der andere. Hier haben wir die Aufstellung. Van Dongeleng, Holding, Gibbs, Big, Elneny, Watmore, Wilf. Kevin Volland mit der 50, Alter. Frazier ist nicht schlecht. Okay, so viele kenne ich da doch nicht, ne? Hab ich eigentlich doch eher gedacht, dass es hier, ne? Aber okay, hier die Mannschaftsaufstellung kennt ihr klar alle. Claro. Liebe Fußballfreunde. Es kann losgehen. Es ist alles angerichtet. Nürnberg ganz in weiß, musste ich fast sagen. Erste Möglichkeit für den Club. Tim Leibold mit dem ersten Schuss im Emirates Stadium. Gut kombiniert war das. Na, ich bin gespannt. Ja, wir hätten doch andere Trikots wählen sollen für Arsenal. Hey, das neue schwarze Trikot vom Club ist so geil, ne? Das Ausweichtrikot, Alter. Schöner als das eigentliche Heimtrikot. Obacht, Arsenal kommt. Ui, Arsenal kommt. Die Stürme nach vorne. Van Dame hat erst einmal die Kugel. Kann erst einmal klären. Jetzt hat er vielleicht die Chance des ersten FC Nürnberg. Wird aber auch nochmal gut geklärt. Sehr schön. Jetzt spielen sie sich doch vielleicht ein bisschen frei. Jetzt spielen sie sich nicht frei. Jetzt spielen sie sich nicht frei. Gibt nochmal Vorteil für Arsenal. Und weiter geht die Luzi in Richtung des Gehäuses von Van Damme. Schade. Aber guter Zwischengang. Aber guter Zwischengang, Freunde. Ja, ganz, ganz schlecht. Sieht man ganz, ganz schlecht hier. Ah, schau mal, eine Körpertäuschung. Die ganze Abwehr ist auskebeln, ey. Vorsicht, Vorsicht, Kopfball. Nein! Sehr schön. Uiuiui, Alter, was ist mit denen kaputt, ey? Sehr schön. Kein Abseits! Kein Abseits, kann nochmal geklärt werden. Foul! Jetzt gibt er Elfmeter! Elfmeter für Nürnberg! 19. Minute, da guckt der Blät! Elfmeter tatsächlich für den Club! Hier nochmal die Wiederholung. Friedrich rauscht an. Dann ist er nicht aufzuhalten und dann foult ihn im Strafraum und es gibt Elfmeter für den Club. Alter Verwalter, Kasper Dolberg, gerade mal in mein Maul zu, du. Gerade mal in mein Maul zu. Kasper Dolberg, Kasper Dolberg. Dolberg, Tor 1 zu 0 für Nürnberg bei Arsenal London. Der Club führt gegen die Engländer, gegen den haushohen Favoriten. 20. Spielminute. Kasper Dolberg und jetzt ist Mucksmäuschenspiel. Außer natürlich im Fanblock der Club oder hier nochmal die Wiederholung. Eiskalt verwandelt. Kasper Dolberg trifft. Yes, yes. War ja lange Zeit verletzt, hat er die komplette Hinrunde fast, kannst du sagen. Verletzt, gefehlt.
Jetzt wird er langsam wieder immer besser und trifft. Schießt den Club in Führung in der 20. Spielminute. Sein erstes Tor in der Europa League. Ich gönn's dem Jungen. 1:0. Überraschung in London. Der Club führt. Vorsicht, uiuiui, wo schießt denn der hin? Da geht er fast ins Seitenhaus, du Junge, Junge, Junge. So, erst einmal hier, ne? Ah, schade, vertändelt er. Und es gibt tatsächlich Eckball für den ersten FC Nürnberg. Da haben sie selber nicht gewusst, was sie machen sollen. Jetzt hat er nochmal Eckball für den Club. Eckball für den Club. Wahnsinn. Kopfball, Kopfball auf den Torhüter. Bojambalovos, Bojambalovos. Sehr gut dazwischen. Immer aggressiv dazwischen, Freunde. Ui, Alter. Alter. Uhuhu, zu steil. Zu steil, Freunde. Sehr gut. Halbe Stunde. Jetzt spielen wir nur noch. Jetzt stellen wir uns nur noch hinten ein. Nee, Quatsch. Eieiei. Ei, ei. Sehr schön. Sehr schön, ein bisschen breit machen hier die ganze Sache. Baslak. Schade. Das war gar nicht Friedrich, das war Baslak, ne? Oder gestürmt ist. Sehr schön, Freunde, sehr schön. Uiuiuiuiuiui. Vorsicht. Schön aufpassen. Vorsicht. Gut abblockt. Gut abgeblockt. Ah ja, ja, gibt Einwurf für Arsenal, ne? Jo, gibt Einwurf für Arsenal. Arsene Wenger haben wir hier. Der sieht ja voll echt aus, ne? Vorsicht, Van Damme hatten. Und nochmal Van Damme hatten. Obacht. Sehr gut dazwischen. Sehr gut dazwischen. Wie siehst du, Ballbesitz. Klar, Arsenal London macht das Spiel. Arsenal London kann aber keine Torchancen rausspielen. Zumindest in den ersten 43 Minuten. Zumindest keine klare Torchancen. Jetzt hat er vielleicht einmal wieder nichts. Sehr schön. Jo, jetzt ist ein bisschen Platz da. Sehr schön. Kein Abseits. Däuberg. Ah. Schade. 3 Minuten Nachspielzeit, meinte der Schiri. Drei Minuten Nachspielzeit dürften eigentlich auch schon fast rum sein. Schade. Halbzeit, Etzele. Nürnberg führt überraschend mit 1:0 gegen den FC Arsenal London. Alter, was geht denn hier, ey? So, die weiteren Partien. Köln führt auch 1:0. Leverkusen 1:1. Und vielleicht noch Werder Bremen mit dabei. Ich glaube, die sehen gar nicht weiter. Okay, Freunde. Die sehen gar nicht weiter. So wie es ausschaut. So, weiter geht's. Ui.
Sehr schön. Fuck. Obacht. Obacht. Arsenal kommt jetzt. Ist jetzt im Strafraum. Alter, was macht denn der da hinten? Ja, Traumbessler. Traumbessler. Boyambalo, kriegt er noch die Kugel? Der kriegt die Kugel. Sehr schön. Ja. Ja, nein. Einwurf für den Club. Einwurf für den Club. Sehr schön, kein Abseits. Ja, ja, wieder nix. Einwurf für den Club nochmal. Und nochmal für den Einwurf, nochmal Club, nochmal Einwurf für den Club natürlich. Hanno Behrens aus der zweiten Reihe mit dem Schuss. Sehr guter Schuss, aber auch hier. Hier, schau mal her. Ja, da fehlt ja nicht wenig. Ein knapper halber Meter, würde ich mal behaupten. Ein knappen halben Meter. So, Ramsey kommt rein. Arsenal macht jetzt ernst. Arsenal macht jetzt ernst. Klar, die müssen was machen. Sehr schön, Baslak. Nein. Dann wird er zwar gefoult, aber dann gibt's nichts. Hui, Baslak, geh dazwischen. Obacht. Obacht. Sehr schön. Marian Saar. Baslak. Oben. Sehr schön. Kein Abseits. Ah. Nürnberger kämpft sich aber die Kugel zurück. Sehr schön. Nein! Nein! Sehr gut, Freunde. Ein Traum, ein Traum. Kein Abseits! Kein Abseits! Ja, ja, cool. Gute Möglichkeit. Und dann gibt es noch im Nachhinein eine gelbe Karte für Kieran Gibbs. Und nochmal Eckball für den 1. FC Nürnberg. Sebastian Kerk dreht die Kugel rein. Kopfball, wieder nix. Und das war dumm. Und das war noch dümmer. Uiuiui, ui, ui, jetzt kommt Arsenal, jetzt kommt Arsenal. Obacht, in der Mitte, musst aufpassen. Vorsicht, abgefälscht, alter Verwalter. Dann hauen die alles rein, was zum Reinhauen geht. Jetzt hat er nochmal Eckball. Die letzten 20 Minuten sind angebrochen. Das ist jetzt vermutlich der Warnschuss für Arsenal. Obacht, nochmal vorbei. Abstoß für den Club. So, was machen wir denn? Sehr schön. Kein Abseits. Kein Abseits. Doch Abseits. Okay. Okay, okay, doch Abseits. Wir hauen den Kerk raus. Dafür Kairo Henrique rein. Pulisic für Leibold. Und für Dolberg. Vergos. So.
Puh, durchatmen, liebe Fußballfreunde, durchatmen. Kasper Dolberg, der Torschütze, zum 1:0, verlässt den Rasen. Und es sind noch 13 Minuten zu spielen. Sehr schön. Ja! Sehr schön! Vergos! Vergos! Schuss! Knapp daneben! Wäre nochmal fast zur Sonntagsschuss geworden! Nikos Vergos! Hier nochmal, da zieht er ab! Hui! Dunderwetter! Riesenmöglichkeit für den ersten FC Nürnberg! So, wir werden jetzt die letzten 10 Minuten doch auf Konter spielen. Da brauchen wir, glaube ich, nicht mehr so großartig offensiv rangehen. Schauen wir, dass wir das mit 1:0 über die Bühne bringen. Gerade mal in mein Maul zu, Schuss! Van Dame hatten, was machen sie jetzt? Jetzt kommt eine Konterchance über Felix Baslak. Unten läuft einer, Marian Saar, was macht denn der da vorne? Marian Saar passt auf Vergos. Vergos! Nein, Schuss, Nachschuss, Tor! 2:0, der Club gewinnt! Puyampalo in der 86. 2:0, hier Nikos Vergos mit der Möglichkeit. Und Puyampalo mit dem Nachschuss. Mr. Europa Cup, Joel Puyampalo trifft zum 2:0. Nürnberg, wie es aussieht, gewinnt auswärts bei Arsenal London. Wer hätte das gedacht? Joel Puyampalo, 6. Tor, 86. Minute, 2:0 für den Club. Unglaublich, unfassbar. Das wär's ja, wenn wir tatsächlich gegen Arsenal gewinnen würden. Das wäre eine Riesensensation hier in dieser Europa League-Saison. Vorsicht. Sehr schön, Obacht geben. Ja, kein Abseits. Joel Puyampalo. Puyampalo. Abfälsch, Kopfball, Tor 3:0, gibt's das Tor? Tor 3:0, Nürnberg zerlegt, Arsenal, London und das daheim, 3:0 für den Club, unfassbar, Auswärtssieg, das erste FC Nürnberg, hier nochmal Puyampalo, dann nochmal der Schuss, damit er nochmal abgeblockt und dann Nikos Vergos mit dem verdienten 3:0 Sieg des 1. FC Nürnberg, unglaublich, nicht zu fassen. Max Morlop weiß auch nicht, wohin mit seiner Freundin. Nürnberg gewinnt bei Arsenal London im Hinspiel. Nikos Vergos, 5. Saisontor in der Europa League. Ja, bist du völlig deppert? Bist du denn völlig bekloppt? So 3 Minuten Nachspielzeit. Jetzt haben wir bloß Karton noch neu kriegen, ne? Nein, Mann. Ja, Nürnberg gewinnt bei Arsenal London. Jetzt hört euch mal die Pfiffe an, liebe Fußballfreunde. 3:0 siegt der Club. Unfassbar. Bei Arsenal London. Eine unglaubliche Mannschaftsleistung. Eine überragende Mannschaftsleistung. Ein hochverdienter Sieg. Und vor allem eine ganz, ganz fette Überraschung hier in London. Liebe Fußballfreunde, Nürnberg gewinnt mit 3:0 gegen Arsenal London. Und wir sehen uns dann um 19 Uhr wieder. Da geht's dann weiter mit FIFA 17. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bye bye und Servusler. Euer Frankonia.